Hallo meine Lieben, nach einer gefühlten Ewigkeit bin ich endlich wieder zurück auf meinem YouTube-Kanal und ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich so lange nicht für euch da war. Ich war im Renovierungsstress. Wer mir auf Instagram folgt, der hat das natürlich gesehen. Und ja, los geht's, würde ich einmal sagen. Bon Pretty hat mir solche, ja, Topper-Gel-Lacke zugeschickt mit solchen Effekten drin. Und ich muss sagen, ich glaube, diese Gel-Lacke, auch wenn ich davon eigentlich, also von dieser Art von solchen Gel-Lacken eigentlich nicht begeistert bin, haben die es, glaube ich, so richtig in sich. Und wir werden das jetzt hier gemeinsam testen, ob die Lacke gut sind, ob sie schick aussehen. Ihr seht es hier schon mal aufgetragen. Und ich würde mal sagen, lasst mir gerne ein kostenloses Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt, denn es werden ganz viele weitere Produkttests für euch folgen. So, und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wie ihr gerade schon im Intro gesehen habt, kommen die Lacke in solchen Pinselfläschchen daher und das sind eben Effektlacke. Ich erwähnte gerade, eigentlich bin ich von solchen Effektlacken immer nicht so angetan, aber ihr seht, glaube ich, wenn ich meine Hand darunter lege, wie schön diese Effekte auch schon auf einem Cleartip daherkommen. So sieht es erstmal nach nichts aus, aber was wir jetzt machen werden, wir werden jetzt hier einmal passend dazu, ich hatte dazu schon mal ein Video gemacht, diese Farblacke von Born Pretty einmal drunter geben und ich habe auch noch schwarze Untergründe vorbereitet. Aber zunächst einmal geht's bunt weiter. Ich habe jetzt die bunten Farben einmal passend zu den Untergründen ausgewählt. Das heißt also, wenn ich einen lila Schimmer drin habe, nehme ich eben einen fliederfarbenen Unterton und diese Farblacke eignen sich übrigens auch super für die Blooming-Technik. Und ja, die trage ich jetzt hier einmal auf meine Clear-Tips auf. Und ich denke, man kann auch gut sehen, dass die schon beim ersten Farbauftrag für einen Clear-Tip wirklich gut deckend sind. Und wer das Video dazu verpasst hat, wie die sich verarbeiten lassen und auch die dazugehörigen ja, Nude-Töne, die ich übrigens auch sehr gut fand, der schaut am besten in das Video einmal rein. So, vorbereitet ist alles und jetzt trage ich hier diesen ersten Glitzer-Effekt-Lack auf. Das ist dieser hier mit so leichten, ja, pinken, lila Schimmerpartikeln drin. Also das sind solche, ja, Flip-Flop-artigen Lacke. Die sind auch nicht ganz so dünnflüssig, die sind eher so mittelviskos, würde ich sagen. Und ich denke, man kann diesen Effekt jetzt hoffentlich gut sehen, dass wenn man eine Untergrundfarbe hat, dass das dann eben noch besser zur Geltung kommt. Aber ich finde halt auch schön, dass die Farben eben auch auf einem bunten Untergrund so richtig was hermachen. Ich hoffe, man kann das in der Kamera sehen, wie schön das glitzert und funkelt in allen Farben. Also ich denke, in der Kamera kommt es vielleicht nicht ganz so gut rüber, aber ich muss sagen, ich finde diese Produkte wirklich sehr, sehr schön. Dann habe ich noch einen mit so einem bläulichen Effekt drin. Ich denke, auf einem dunklen Blau würde das auch richtig gut aussehen. Also wir haben hier wirklich solche richtig schönen blauen Partikel drin. Das schimmert richtig toll wie dieser, ja, so Mermaid-artig, würde ich fast sagen. Ich hoffe, dass man das wenigstens ein bisschen erkennen kann. Also es changiert wirklich so bläulich, lila, mega schön. Als nächstes so ein silbriger Ton, der allerdings auch wirklich so regenbogenartige Schimmerpartikel drin hat. Also ich glaube, diesen Gel-Lack, diese Art kann man über jede erdenkliche Farbe drüber gehen, weil sie ein bisschen neutraler ist und deshalb wirklich auf jedem Untergrund, denke ich mal, so richtig schön zur Geltung kommt. Ein Champagner-Goldton, der wirkt immer, wie ich finde. Ich habe jetzt hier Gelb im Untergrund genommen, aber genauso gut kann man den über Weiß-Schwarz auftragen, denke ich mal. Ihr seht schon, das schimmert richtig schön so in diesen zarten Champagner. Wer nämlich kein Gold mag und kein Silber, der liegt eben dazwischen und da liegt man mit einem Champagnerton immer gut. Goldrichtig. Meine persönlichen Favoriten sind diese beiden Topper und zwar sind das so rötlich bzw. so ja altrosafarbene Topper. Ich finde die richtig toll und bin auch mega gespannt, wie die dann auf einem schwarzen Untergrund wirken. Ich finde sie hier auf diesem roséfarbenen Untergrund oder ja babyrosa Untergrund auch schon sehr, sehr schön. Also das ist einmal hier dieser hellere Ton und jetzt haben wir hier sowas mit so roten Partikeln und ja, da dachte ich mir schon, das ist so richtig meins, finde ich richtig klasse. Da sind halt so rote, pinke Schimmerpartikel drin
Und auch hier haben wir natürlich diesen Farbwechseleffekt. Also es changiert so wie diese Pigmente, die man eben auftragen kann zum Beispiel. Bloß, dass sich das hier wirklich super easy verarbeiten lässt. Ihr einfach in UV-LED 30 bis 60 Sekunden einfach aushärten lasst. Und die Gele haben auch, also die Gellacke, wenig Schwitzschicht. Schaut euch diese tollen Effekte an. Also ich bin jetzt schon begeistert und ja, die Spannung steigt. Schauen wir uns mal an, wie diese Geltopper auf einem schwarzen Untergrund wirken. Ich beginne mit meinem Favoriten und oh ja, oh mein Gott, das ist ja mega krass. Also grandios auf einem dunklen Untergrund finde ich es persönlich am schönsten, aber das ist Geschmackssache. Man kann dann auch so einen Farbverlauf zum Beispiel arbeiten, indem man das Produkt eben vielleicht nur im oberen Bereich aufträgt und nach unten so leicht auslaufend gestaltet. Da die ja nicht ganz so flüssig sind, kann man das auch sehr, sehr gut machen, finde ich. Und ja, auch dieser Effekt ist wirklich so, so schön hier, dieser lila Effekt. Also wie gesagt, auf dunklen Untergründen finde ich es bald noch schöner, weil die Farben eben zur Geltung kommen. Und ich denke, dafür sind sie eigentlich auch gemacht, eben für dunkle Untergründe. Aber da man nun vielleicht im Sommer nicht unbedingt schwarze Nägel haben möchte, kann man das eben auch, wie ihr gesehen habt, durchaus auch auf bunten Untergründen machen. Und wenn ihr ein Video sehen möchtet, wie ich damit eine schöne Sommernailart gestalte, dann schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare oder gebt mir ein Däumchen nach oben für das Video. Dann weiß ich nämlich Bescheid, dass ihr das gerne sehen möchtet. So, und jetzt hier noch einmal diesen wunderschönen roséfarbenen Topper. Auch dieser ist wirklich grandios schön auf diesem schwarzen Untergrund. Und ja, hier könnt ihr jetzt nochmal alle Farben bewundern. Ich finde sie mega toll. Also ich kann euch die Produkte wirklich empfehlen. Verlinkt ist alles in der Infobox. Und ja, meine Lieben, ich bedanke mich wie immer ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Gebt mir gerne Feedback, ob ihr die Produkte von Born Pretty auch so gerne mögt und ob ihr die überhaupt schon mal probiert habt. So, ihr Lieben, wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis bald, ihr Lieben. Ciao!